Hallo und herzlich willkommen zu unserer Live-Führung am Donnerstag durch das Naturkundemuseum Karlsruhe. Ich bin die Petra und ich führe euch heute durch den zweiten Teil unserer wunderschönen Dauerausstellung Form und Funktion – Vorbild Natur mit dem Titel Sinnesrausch und Fortbewegung. Und wir starten heute genau da, wo wir vor 2 Wochen bei der letzten Führung aufgehört haben, nämlich hier an unserem Korallenriffbecken, wo unsere beiden schwarzspitzen Riffhaie Kalli und Carla ihre Runden drehen. Sie zieren sich jetzt gerade noch ein bisschen und wollen nicht vor die Kamera schwimmen, aber vielleicht kommt ja gleich noch mal einer vorbei. Genau, da ist unsere Carla. Ich will nämlich genau mit unseren beiden Haien hier anfangen heute, denn Haie haben neben den normalen 5 Sinnen Hören, Riechen, Sehen, Schmecken und Tasten noch einen besonderen 6. Sinn. Sie haben nämlich Elektrorezeptoren. Und diese Elektrorezeptoren sind schon lange bekannt. Die sind schon im 17. Jahrhundert genauer wissenschaftlich untersucht worden und beschrieben worden von einem Naturforscher namens Lorenzini. Und deswegen heißen sie auch lorenzinische Ampullen. Und wie die genau aufgebaut sind, können wir uns hier an der Grafik genauer anschauen. Also äußerlich sichtbar sind von diesen lorenzinischen Ampullen eigentlich nur so kleine schwarze Punkte. Das sind kleine Öffnungen, kleine Poren, denen sich ein Kanal anschließt, der mit so einem Glibber gefüllt ist, so eine Gallerte. Und am Ende gibt es so einen Sack, das ist die eigentliche Ampulle. Und hier befinden sich einige Sinneszellen, die mit Nerven wiederum mit dem Gehirn verbunden sind. Und was können jetzt diese Elektrorezeptoren eigentlich feststellen? Diese Sinneszellen, die reagieren auf kleine Potentialdifferenzen, kleine Potentialunterschiede zwischen dem umgebenden Seewasser und diesem Gelee und melden das dann ans Gehirn weiter. Das heißt, der Hai kann elektrische Felder damit wahrnehmen. Und warum kann er das? Oder wozu kann er das? Es ist so, dass alle Lebewesen von einem schwachen elektrischen Feld umgeben sind, wie von einer Aura, durch Muskelaktivität, durch elektrochemische Prozesse. Und dieses elektrische Feld kann der Hai im Nahbereich wahrnehmen. Das heißt so unterhalb 1 Meter, unterhalb 50 Zentimeter. Und er nutzt das für 2 Zwecke. Einmal kann er seine Beutetiere aufspüren, die im Sand vergraben sind und nicht gesehen werden können oder nicht gerochen werden können. Die kann er dann mit seinem Elektroorgan aufspüren. Und zum anderen nutzt er das im letzten Moment, kurz bevor er zubeißt, weil wenn also das Beutetier noch weiter weg ist, dann kann er es hören und dann kann er es irgendwann auch riechen und irgendwann kann er es sehen. Und in den letzten 50 Zentimetern ortet er es mit diesem elektrischen Organ und schnappt dann zu. Das funktioniert auch wunderbar mit metallischen Gegenständen, die im Meer herumliegen. Und es ist nicht selten, dass man im Magen von einem Hai eine Blechbüchse findet oder ein Nummernschild von einem Boot oder so. Denn auch diese metallischen Gegenstände machen ein schwaches elektrisches Feld. Und der Hai denkt, lecker, lecker, das ist ein Beutetier. Sie nutzen aber diese Elektrorezeptoren auch noch für eine zweite Sache, nämlich zur Orientierung im Meer. Viele Haie schwimmen über weite Distanzen. Hammerhaie zum Beispiel oder Walhaie treffen sich auch in größeren Gruppen zur Paarungszeit in einem bestimmten Ort. Wie finden sie dahin? Sie haben glücklicherweise ihr Navi gleich mit dabei, nämlich in Form dieser Elektrorezeptoren. Meeresströmungen, die durch das Erdmagnetfeld strömen, verursachen auch ein elektrisches Feld. Das kann der Hai mit diesen Rezeptoren wahrnehmen und weiß somit ganz genau, wo auf der Erde er sich befindet, weil diese Erdmagnetfeldlinien an jedem Ort anders sind. Die haben immer einen anderen Winkel zur Erdoberfläche. Und durch dieses elektrische Feld, was verursacht wird, weiß der Hai immer genau, wo er ist, kann sich orientieren und zu diesen Plätzen finden mit seinen Artgenossen. Aber auch andere Fische sind ganz interessant. Wir bleiben mal bei den Fischen, gehen weg von den Knorpelfischen, zu denen ja die Haie gehören, hin zu den ganz normalen Knochenfischen. Und diese Salmler, die ihr hier herumschwimmen seht, sehen auf den ersten Blick ganz normal aus. Fröhliche kleine Fische, vielleicht ein bisschen blass um die Nase. Aber wenn ihr mal genauer hinschaut,
Dann bemerkt ihr, dass die irgendwie komisch sind, irgendwas fehlt, oder? Die haben keine Augen. Das sind nämlich blinde Höhlensalmler, die in Höhlensystemen in Mexiko vorkommen, das heißt in unterirdischen Gewässern, in Höhlen ohne Licht. Die brauchen überhaupt gar keine Augen. Da, wo die Augen sind, ist eigentlich nur Haut. Und diese kleinen Höhlensalmler sind Gegenstand intensiver biologischer Forschung, denn es ist immer noch, trotz genetischer Analysen, umstritten, ob das eigentlich eine eigene Art ist oder ob es nur eine Unterart von einem nahverwandten Fisch ist, der am Oberflächenwasser lebt und der ganz normal aussieht, auch normale Augen hat. Und zum Zweiten ist es auch umstritten, ob diese blinden Höhlensalmler, die in verschiedenen Höhlensystemen vorkommen, alle zur selben Art gehören oder ob dieses Ereignis blind werden und zur Höhlenform werden mehrmals passiert ist in der Evolution. Und das ist sehr interessant. Ebenfalls interessant ist, dass in den Embryonalstadien dieser Fische die Augen noch angelegt sind. Das heißt, erstmal läuft dieses ganz normale Programm Fisch ab. Ein Fisch hat nur mal zwei Augen und das wird auch erstmal angelegt. Und erst im Laufe der Entwicklung wird ein bestimmtes Gen gehemmt, das für die Augenentwicklung zuständig ist. Und wenn dieses Gen gehemmt wird, dann entwickeln sich die Augen nicht mehr weiter und sie werden reduziert und verkümmern. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Genau, denn der Höhlenfisch, der braucht diese Augen eigentlich gar nicht. Er lebt in lichtlosen Höhlen. Und dann würde so ein Auge eigentlich nur viel zu viel kosten. Man muss Energie reinstecken, das aufzubauen. Man muss es versorgen, man muss eine Linse machen. Es birgt die Gefahr von Verletzungen oder auch von Erkrankungen. Also lässt dieser Fisch dieses Auge gleich ganz weg. Was auch ganz interessant ist, ihr habt jetzt gesehen, wie die hier durchs Aquarium flitzen, obwohl sie blind sind. Die stoßen eigentlich nirgendwo an. Also weder an die Scheibe, noch an die Einrichtung im Aquarium, noch an ihre Artgenossen. Wie machen sie das? Sie haben dafür natürlich auch ein Organ, das sogenannte Seitenlinienorgan. Das heißt deswegen so, weil es als feine Linie an der Seite aller Fische zu sehen ist. Wenn man genauer hinsieht, dann bemerkt man, dass diese feine Linie aus lauter kleinen Poren besteht, ganz ähnlich wie die beim Hai, die wir gerade kennengelernt haben. Hinter diesen Poren sind ebenfalls Kanäle, die sind aber alle miteinander verbunden und im Kanal ist Wasser, also das Wasser, in dem der Fisch schwimmt. Und in diesen Kanälen sind auch Bündel von Sinneszellen, sogenannte Neuromasten, deren Enden sind in so eine kleine gelatinöse Kappe eingebettet, auch wieder Glibber. Glibber haben wir heute ganz viel in der Führung. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn jetzt der Fisch auf ein Objekt zuschwimmt oder wenn ein Objekt schnell am Fisch vorbeischwimmt, dann gibt es Wasserbewegungen. Dieser Wasserdruck, der dann steigt, der überträgt sich auf dieses Wasser in den Kanälen. Und dieses Wasser, was dann da hin und her schwappt oder mehr oder weniger Druck hat, diese Bewegung überträgt sich dann auf diese Glibberkappe und auf die Sinneszellen, die da drunter sind. Die haben so lange haarähnliche Fortsätze und die werden dann ausgelenkt. Und diese Information, also Bewegungsrichtung und Stärke der Auslenkung, wird ans Gehirn weitergemeldet. Und somit erhält der Fisch Informationen über seine Eigengeschwindigkeit, über die Position und über die Geschwindigkeit von Objekten um ihn herum. Also schwimmt er auf etwas zu, schwimmt etwas an ihm vorbei oder schwimmt er gerade auf einen Artgenossen zu. Und dann kann er ausweichen. Und das hilft Schwarmfischen auch dabei, immer ausreichend Abstand zu ihren Artgenossen zu halten, was jetzt in Corona-Zeiten richtig praktisch ist. Wir müssen immer darauf achten, der Fisch kann das über sein Seitenlinienorgan ganz von selbst. Aber nicht nur Fische haben so ein Drucksinnesorgan, sondern natürlich auch Säugetiere. Und Säugetiere haben da was ganz Spezielles. Die haben nämlich Schnurrhaare oder Tasthaare, die sogenannten Fibrissen. Ihr kennt das, das sind so ganz lange, steife Haare, meistens in der Schnauzenregion oder im Gesicht. Manche Tiere haben die auch auf der Brust oder Katzen haben die auch an den Vorderpfoten. Die sind
ganz besonders in einen ganz speziellen Haarbalg eingebettet, der mit einer blutgefüllten Kapsel umgeben ist, dem sogenannten Blutsinus. Und wenn diese Haare ausgelenkt werden, dann überträgt sich auch diese Bewegung wieder auf das Blut, also wieder auf eine Flüssigkeit. Und in dieses Blut enden zahlreiche freie Nervenfasern, die diese Bewegung dann wieder registrieren und diese Informationen ans Gehirn weiterleiten. Dieses Gehirnareal, was für diese Schnurrhaare oder diese Fibrissen, wie sie auf schlau heißen, zuständig ist, ist sehr, sehr groß bei Säugetieren und nimmt den Großteil des Gehirns ein. Einige Säugetiere, wie jetzt zum Beispiel Ratten oder Nagetiere im Allgemeinen, können diese Fibrissen auch aktiv bewegen. Dort setzen kleine Muskeln an. Das heißt, sie können über die Bewegung dieser Fibrissen ihre Umgebung regelrecht abtasten. Mäuse zum Beispiel haben auch haben sehr empfindliche Fibrissen und können auch schon kleinste Luftbewegungen detektieren. Ganz besondere Fibrissen haben Seehunde. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Ganz besondere Fibrissen haben Seehunde. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann, wenn man es filmt. Ansonsten habe ich noch ein Bild dabei. Die haben eine ganz besondere Form. Die sind so ein bisschen gewellt. Und Seehunde können mit Hilfe dieser Fibrissen einem Fisch im Wasser folgen, auch wenn der Fisch schon vor ein paar Minuten vorbeigeschwommen ist. Denn der Fisch hinterlässt so kleine Verwirbelungen im Wasser, so eine hydrodynamische Spur, der Seehund folgen kann. Wie erforscht man sowas? Ich habe euch hier mal ein kleines Bild mitgebracht. Das ist aus Rostock, da werden diese Seehunde genauer erforscht und man verbindet denen die Augen. Man verstopft denen die Ohren und dann sieht der Seehund sehr lustig aus. Und man kann wunderbare Experimente machen, indem man dann ein kleines Objekt oder einen kleinen Roboter durchs Wasser fahren lässt und dieser Seehund folgt diesem Objekt dann. Das Besondere an Fibrissen ist, dass wenn der Seehund selbst schnell schwimmt, bleiben diese Fibrissen völlig ruhig im Wasser und geraten nicht selber durch die Eigenbewegung in Schwingungen. Und das liegt genau an dieser Form. Ich habe das hier nochmal als Bild. Das hier unten ist die Fibrisse von einem Seehund. Ihr seht, die ist hier so gewellt. Und das hier oben ist ein kalifornischer Seelöwe, der hat das nicht. Und durch diese Wellenform passiert was ganz Interessantes. Diese kleinen Wasserverwirbelungen, die an dieser Fibrisse sich bilden, wenn sie sich durchs Wasser bewegt, werden durch diese Wellenform so verändert, dass sie sich gegenseitig auslöschen, die links vorbeiströmen und die rechts vorbeiströmen. Und dadurch kann die Fibrisse ganz ruhig ohne Verwirbelungen durchs Wasser gleiten und kann nur diese feinen Verwirbelungen, die der Fisch im Wasser hinterlassen hat, wahrnehmen. Das nutzt man natürlich auch in der Technik, also zum einen zum Beispiel beim Bau von Antennen, die also ähnlich aussehen wie so ein Haar, lang und dünn aufragen, damit die im Wind nicht so stark schwanken, kann man die auch so wellenförmig anlegen oder auch im Hochhausbau kann man diese Erkenntnisse nutzen oder auch für bestimmte Strömungssensoren. Da gibt es ganz mannigfaltige Möglichkeiten, diese Seehundfibrissen zu nutzen. Wir bleiben mal bei Säugetieren im Wasser, werden etwas größer und schauen uns mal Wale genauer an. Hier haben wir das große Skelett eines pazifischen Nordkaperwals. Und ihr wisst ja, dass Wale auch über Töne kommunizieren. Vor allem Buckelwale kennt man, die machen sehr, sehr schöne Gesänge in Strophen. Das wirkt beruhigend, das kann man sich als CD einlegen. Wunderbar. Wer singt, der muss ja auch hören, sonst bringt ja das Singen nichts. Und wenn man sich jetzt aber hier das Modell eines Nordkaperwals mal genauer anschaut, der hat irgendwie gar keine Ohren. Das heißt, äußere Ohrmuscheln hat dieser Wal nicht. Die würden auch nur stören, die stören die Stromlinienförmigkeit des Wals unter Wasser.
Der Wal würde sich die Ohren auch nur abfrieren, wenn er immer im kalten Wasser ist oder würde mit irgendwelchen großen Ohrmuscheln irgendwo hängen bleiben. Also äußere Ohrmuscheln sind reduziert, hat der Wal nicht. Man muss schon sehr genau hinsehen, um einen Gehörgang zu entdecken. Den sieht man nämlich eigentlich auch nicht, der ist fest verschlossen. Denn eigentlich möchte der Wal auch nicht, dass dieser Gehörgang beim Tauchen voll Wasser läuft. Das würde ja nur zu Ohrenschmerzen führen mit Druckausgleich und so weiter. Wer selber taucht, der weiß das. Also, der Gehörgang ist fest verschlossen. Mit was ist er verschlossen? Und Achtung, jetzt wird es eklig. Er ist mit einem riesengroßen Pfropfen Ohrschmalz verschlossen. Cerumen wird das auch auf schlau genannt. Und es besteht aus Wachs, aus Keratin und aus Fett. Jetzt sind so Wale ja relativ groß und so ein Ohrschmalzpfropfen von einem Wal kann dementsprechend auch sehr groß werden. Die sind 25, 30 cm lang. Der längste Ohrschmalzpfropfen, den man gefunden hat, war über 50 cm lang. Und Achtung, jetzt wird es nochmal eklig. Es gibt tatsächlich Biologen, Wissenschaftler, die sich ein Forscherleben lang mit diesen Ohrschmalzpfropfen von Walen beschäftigen. Aber die sind nämlich ganz interessant. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht von so einem Ohrschmalzpfropfen. Den hat also ein Wissenschaftler hier in der Hand. Ihr seht schon, die haben hier so Ringe. Ähnlich wie die Jahresringe von Bäumen gibt es pro Jahr einen hellen und einen dunklen Anteil, einen Wachstumsring. Das heißt, an so einem Ohrschmalzpfropfen, wenn man den genauer anschaut, kann man schon mal das Alter dieses Wals feststellen. Und in dieses Ohrschmalz werden auch Stoffe eingelagert, zum Beispiel Umweltgifte, die man auch analysieren kann. Und dann weiß man auch, was alles so im Meer herumschwimmt an giftigen Stoffen. Der Wal lagert aber auch Hormone in dieses Ohrschmalz ein. Das heißt, man kann den Hormonstatus dieses Wals an diesem Ohrschmalzpfropfen ablesen und weiß zum Beispiel, wann wurde ein Tier geschlechtsreif. Also zum Beispiel ein männlicher Wal. Wann hat er angefangen, ordentlich Testosteron zu bilden? Das bildet sich in diesem Ohrschmalz nochmal ab. Stresshormone werden dort eingelagert. Dann weiß man genau, wann hatte er Stress, zu welcher Lebenszeit oder in welchem Lebensabschnitt. Und das ist wie eine Zeitkapsel im Ohr. Also höchst interessant. So, wir gehen jetzt mal weg von ekligem Ohrschmalz, wieder hin zu den Tönen. Wenn jetzt also dieser Gehörgang fest verschlossen ist, ja, wie hört denn dann eigentlich ein Wal? Wir können uns hier mal noch was anschauen. Das ist die Mittelohrkapsel von unserem Nordkaperwal, der hier als Skelett an der Decke hängt. Das ist ein ganz massiver Knochen. Es ist der dichteste Knochen im Walkörper, der auch noch ziemlich fest im Schädel verankert ist. Ja, und wie überträgt sich jetzt eigentlich der Schall auf dieses Innenohr? Und bei Bartenwalen ist das so, dass die hohen Frequenzen werden über weiches Gewebe direkt auf dieses Ohr übertragen und die tiefen Frequenzen werden über Schwingungen im Knochen, also direkt über dieses knöcherne Gewebe, über die Knochen ans Innenohr übertragen. Und das funktioniert, also das ist zum einen die Hauptkomponente der Schallübertragung. Und das funktioniert eben nur für ganz tiefe Frequenzen, auch im Infraschallbereich. Und es ist nämlich so, dass Wale hauptsächlich mit tiefen Frequenzen miteinander kommunizieren. Blauwale zum Beispiel im Infraschallbereich 5 Hertz bis 10 Hertz, das können wir Menschen überhaupt gar nicht hören. Und dass diese Schallübertragung dieses niedrigfrequenten Schalles funktioniert auch über mehrere hundert Kilometer. Das heißt, gerade solche Blauwale können über 800, 900, 1000 Kilometer miteinander kommunizieren. Das ist eine Leistung. Wir zeigen dieses Walskelett aber auch zum Thema Fortbewegung. Diese pazifischen Nordkaperwale sind sehr langsame und träge Schwimmer im Küstenbereich. Und im Englischen heißen sie auch Right Whales, die richtigen Wale. Es sind nämlich die richtigen Wale zur Jagd. Weil sie eben so langsam und träge Schwimmer sind, hat man sie bereits im 11. Jahrhundert gejagt, im größeren Maßstab dann ab dem 16. Jahrhundert und ausgerottet hatte man sie dann schon im 19. Jahrhundert. Nur wenige haben überlebt. Auch heute gibt es nur wenige 100 Exemplare, 300 Exemplare dieser pazifischen Nordkaper gibt es noch. Also sie sind eigentlich ausgestorben. Der Hauptvortrieb dieser Wale geschieht durch Auf- und Abschlagen dieser mächtigen Schwanzflosse, der sogenannten Fluke.
die hier bei unserem Nordkaperwalweibchen, was wir hier an der Decke hängen haben, knapp 5 Meter breit war. Also da kann man schon durch Auf- und Abschlag ordentlich Wasser verdrängen und diesen massigen Körper vorantreiben. Und ganz in Säugetiermanier ist diese Hauptbewegungsrichtung eben diese, von der Rückseite zur Bauchseite. Man sagt da auch dorsoventral dazu. Und die Schwanzflosse liegt waagerecht. Ganz anders bewegen sich Fische im Wasser. Deren Schwanzflosse ist vertikal, ist aufrecht. Und sie schlagen seitlich mit dieser Schwanzflosse für den Vortrieb. Aber nicht bei jedem Fisch ist die Schwanzflosse der Hauptantrieb, denn dieser Bauplan Fisch, der ist ziemlich variabel. Die Biologen sagen auch, er ist ziemlich plastisch. Und je nach Lebensraum und Lebensweise sehen Fische ganz unterschiedlich aus und haben auch ganz unterschiedliche Fortbewegungsweisen. Und ein paar möchte ich euch hier mal genauer zeigen. Wir fangen mal an hier mit diesem Speerfisch. Marline gehören auch zu diesen Speerfischen, vielleicht kennt ihr die. Wenn man den Fisch anschaut und die Flossen, dann weiß man genau, wie der lebt. Das ist ein Fisch der Hochsee, also im freien Wasser. Man sagt auch, er ist pelagisch. Er ist sehr stromlinienförmig. Er hat hier einen sehr schmalen Schwanzstiel, hat hier große sichelförmige Schwanzflosse. Der bewegt sich mit seitlichen Schlägen der Schwanzflosse blitzschnell durchs Wasser. Das muss er auch. Er fängt nämlich Fische und Fische schwimmen weg. Die muss er bekommen. Vor allem fängt er Schwarmfische wie Sardellen und Makrelen. Die jagen zusammen diese Speerfische, kreisen dann diesen Schwarm immer weiter ein, sodass der immer dichter wird. Und dann pflügen sie durch diesen Schwarm Sardellen und fangen sich die einzelnen Fische raus. Ganz anders diese Teufelsrochen hier, Mantarochen zum Beispiel. Bei diesen Rochen ist Kopf, Rumpf und Bauchflossen sind hier zu einer großen Körperscheibe miteinander verwachsen. Und diese Rochen machen Unterwasserflug, indem sie die Brustflossen auf- und abbewegen und dann wie ein Vogel durchs Wasser fliegen. Ganz anders zum Beispiel dieser Mondfisch. Übrigens der größte und schwerste Knochenfisch, den es gibt. 2 Tonnen schwer, über 3 Meter Länge oder hier im Durchmesser, muss man fast sagen, er ist ja relativ rund. Das sind total träge Schwimmer nahe der Wasseroberfläche, zwar auch pelagisch, aber nahe der Wasseroberfläche. Im Englischen heißen sie deshalb auch Sunfish, weil es immer aussieht, als würden sie sich sonnen. Im Deutschen komischerweise Mondfisch, aber wahrscheinlich, weil sie so rund sind wie der Mond. Die bewegen sich mit ganz langsamen Pendelbewegungen dieser Rückenflosse und dieser Afterflosse nach vorn. Also die pendeln hier immer so träge durchs Wasser. Schwanzflosse gibt es eigentlich gar nicht. Das ist so ein kleiner Flossensaum hier. Und diese kleine Brustflosse, die unduliert hier. Also die bewegt sich hier vorne auch noch ein bisschen. Aber die sind total langsam. Super cool sind auch hier diese fliegenden Fische. Auch wiederum Fische des Freiwassers. Die sind jetzt wiederum eher Beute und müssen flüchten. Und da haben sie einen super tollen Trick. Die beschleunigen und dann springen sie einfach aus dem Wasser mehrere Meter hoch, breiten dann diese enorm großen und breiten Brustflossen aus, die dann wie Tragflächen funktionieren und sie können in der Luft damit gleiten oder ja, fast fliegen. Mehrere hundert Meter weit sogar, 400 Meter in der Spitze. Und der Feind, der sie verfolgt, ist natürlich erstmal verwirrt. Flupp, da ist der Fisch, den er gerade verfolgt hat, einfach weg. Und dann verliert er ihn natürlich aus den Augen. Und ein paar hundert Meter weiter taucht er dann wieder ein. Das merkt der Verfolger dann nicht mehr. Super hier auch der. Das ist der Fetzenfisch. So in der weiteren Verwandtschaft von Seepferdchen und Seenadeln. Ihr seht, der hat hier vorne so einen kleinen röhrenförmigen Mund. Und der hat jetzt seine gesamte Körpersilhouette völlig aufgelöst. Der lebt nämlich in Algenwäldern und da geht er auch nicht raus, da bleibt er drin in diesem Algenwald. Und er sieht einfach genauso aus wie die ihn umgebenden Algen und ist wunderbar getarnt und kann so nicht gefunden und gefressen werden. Der flirrt so ein bisschen mit der kleinen Rückenflosse vor sich hin, aber besonders doller Schwimmer ist er nicht. Und der letzte Fisch, den ich euch noch vorstellen will, der ist hier oben. Das ist ein ganz fauler Geselle, das ist ein Schiffshalter.
Der hat nämlich beschlossen, überhaupt eigentlich gar nicht selber zu schwimmen, sondern der hat seine Rückenflosse zu so einem lamellären Saugorgan umgestaltet und heftet sich an große Meeressäuger, also Wale, an große Haie oder auch an Schildkröten dran, saugt sich da regelrecht fest und lässt sich mitkutschieren per Anhalter durchs Meer. Er genießt natürlich dann das Leben im Schutz dieses großen Tieres, also da ist er auch relativ safe. Und was der große Fisch oder der Wal so frisst, da fällt auch immer ein bisschen was ab und da kann er gleich mitfressen, also muss er selber überhaupt gar nicht auf die Jagd gehen. Sehr schlau. Man braucht aber nicht zwingend Flossen, um zu schwimmen. Und da schauen wir uns jetzt mal ein ganz anderes Tier an. Ich hoffe, wir haben Glück und der Geselle kommt aus seinem Versteck raus. Er sitzt hier immer in seiner Lieblingsecke und da glotzt er uns groß an. Ich dunkel hier mal ein bisschen ab, dann sieht man ihn vielleicht. Das ist ein Krake, ein Tintenfisch. Und ein Tintenfisch ist natürlich kein Fisch, auch wenn der Volksmund das behauptet. Er gehört natürlich zu den Weichtieren, wie Muscheln und Schnecken. Er hat also keine Knochen und kann sich auch in die schmalsten Ritzen noch pressen, was er hier jetzt auch tut. Aber ich habe einen kleinen Trick, wie wir ihn vielleicht rauslocken können. Alle Tiere sind ständig hungrig und gefüttert wird er hier vorn. Und manchmal reicht es schon, wenn man die Tür hier aufmacht und ein bisschen an die Scheibe klopft, dass unser Krake hier aus seinem Versteck kommt. Ah, er lässt sich wohl gerade nicht veräppeln. Gerade vorhin hat es noch funktioniert. Wahrscheinlich hat er jetzt schon gemerkt, dass er nichts mehr bekommt. Ah, es kommt Bewegung rein. Na gut, ich rede einfach mal weiter, vielleicht kommt er noch raus. Also, Kraken heißen im wissenschaftlichen Gattungsnamen auch Oktopus, das heißt Achtfüßer. Und es liegt an den 8 Fangarmen, die um ihre Mundöffnungen sind. Ja, er kommt jetzt kommt leider nicht raus. Also 8 Fangarme hat er, mit denen er seine Beute natürlich fängt. Die sind Saugnapf bewehrt. Nee, kommt nicht raus. Naja, einen Arm riskiert er, aber mehr auch nicht. Naja, ich mach mal weiter, vielleicht kommt er noch. Sind auch immer sehr, sehr verspielt, diese Kraken. Kann richtig mit ihnen spielen und interagieren. Ja, vielleicht kommt er noch. So, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Vor lauter Anlocken. Genau, also wenn es brenzlig wird und so ein Krake die Flucht ergreifen will, dann macht er erstmal eins. Er stößt eine Wolke aus Tinte aus, also dunkel gefärbter Flüssigkeit. Dann ist der Feind schon mal völlig verwirrt, weil er denkt, diese große dunkle Wolke vor ihm sei jetzt der Krake und schnappt dann in diese Wolke aus Tinte rein. Und in der Zeit zischt der Krake ab. Wie macht er das? Da er jetzt nicht rauskommt, sieht man es leider auch nicht besonders gut, aber ich habe noch eine Abbildung dabei. So ein Krake, kann man sehen? Ja. So ein Krake hat hier einen Trichter und dort kann er das Wasser, was sich hier unter seinem Mantel, in dieser Mantelhöhle sammelt, kann er hier gerichtet durch diesen Trichter rauspressen und zischt dann davon wie eine Rakete mit dem Rückstoßprinzip. Dieser Trichter ist biegsam, den kann er hin und her biegen, somit kann er auch ganz gut manövrieren. Also wenn er schnell wegkommen will, dann macht er das mit dem Rückstoßprinzip. Aber diese 8 Fangarme, die auch namensgebend sind, die nutzt er auch zur Fortbewegung. Oh, jetzt streckt er mal einen zu uns aus. Wenn er sich langsam bewegt, also wenn er sich jetzt mal langsam bewegen würde, dann würdet ihr das auch sehen. Er streckt also die Arme aus, saugt sich fest und zieht einfach seinen Körper nach. Also diese Fangarme dienen auch der Fortbewegung. Ja, so richtig lässt er sich heute nicht auslocken. Ganz interessant ist, Kraken werden 2 Jahre alt, auch in freier Wildbahn. Die paaren sich nämlich nur einmal im Leben und die Männchen sterben meist kurz nach der Paarung und die Weibchen leben meist noch so lange, bis die kleinen Oktopusse schlüpfen. Dabei wacht sie noch das Gelege
Und dann nimmt sie auch keine Nahrung zu sich und dann stirbt sie meist, wenn die kleinen Oktopusse geschlüpft sind. Wir sammeln diese Kraken immer selbst im Mittelmeer, und zwar immer in der ersten Novemberwoche fährt hier eine kleine Delegation aus dem Vivarium ans Mittelmeer und fängt einen Kraken. Da sind die ungefähr ein halbes Jahr alt, weil die so im Frühjahr schlüpfen. Anfang November sind sie dann ein halbes Jahr alt. Dann kommen sie zu uns, sind ein Jahr lang bei uns, wachsen und gedeihen und werden riesengroß, kriegen eine Spannweite von über einem Meter. Und wenn es dann wieder November ist, dann fährt unser Vivarium wieder ans Mittelmeer, nimmt den Kraken wieder mit, dann ist hier kurz mal eine Woche das Becken unbesetzt und wir lassen dann den Kraken auch dort wieder frei, wo wir ihn eingesammelt haben. Dann hat er nämlich Zeit, sich noch zu verpaaren. Das machen die im Winter oder gegen Anfang des Jahres. Und danach würden sie sowieso sterben. Und wir holen Anfang November wieder einen Kraken, der ein halbes Jahr alt ist, nehmen ihn wieder mit nach Hause. Und dann macht er wieder ein Jahr Ferien in Karlsruhe und wird nach einem Jahr dann wieder ins Mittelmeer gebracht. Ihr seht auch, dass er jetzt so ein bisschen in Wallung kommt da schon. Er macht so zipfelige Fortsätze auf seiner Haut. Dafür sind ja Tintenfische auch bekannt, für den Farbwechsel. Und die haben auch, die Haut ist auch muskulös und die können auch die Oberflächenstruktur ihrer Haut verändern. Und der macht jetzt lauter so kleine Zipfel vor lauter Ärger, dass wir ihn hier nicht in Ruhe lassen. Gut, als letzte Station möchte ich noch euch ein Tier genauer vorstellen, das sowohl im Wasser als auch an Land ziemlich flott unterwegs ist. Und das sind unsere australischen Süßwasserkrokodile. So, das war meine Befürchtung, dass wenn man hingeht, sieht man keins. Wir müssen mal ein bisschen gucken, wo sie gerade sind. Ich glaube, wir gehen mal zu einer anderen Scheibe. Vielleicht sieht man sie da besser. Eigentlich haben wir vier Stück, aber erstaunlicherweise können sich auch vier Krokodile ziemlich gut verstecken. Das ist ein ziemlich großes Terrarium hier, oder Paludarium. Ah ja, gut, eins liegt da hinten in der Höhle, eins liegt hier an der Wand. Die sind beide schlecht einzufangen mit der Kamera. Und wo sind die anderen beiden? Können noch zur dritten Scheibe gehen. Aber ihr merkt schon, das ist live und wenn die Tiere eben gerade nicht zu sehen sind, dann sind sie eben gerade nicht zu sehen. Nein, auch hier ist keins mehr. Ach, die liegen mindestens zu zweit da hinten in der Ecke. Ja, ich glaube, ihr könnt sie sehen. Jawohl. Also auch wenn es jetzt im Moment nicht so aussieht, diese Krokodile sind sehr agil und sehr flott unterwegs. Sie sind natürlich sehr gute Schwimmer. Und zum Schwimmen legen sie Arme und Beine eng an ihren Körper an. Und durch seitliche kräftige Schläge mit ihrem Schwanz schlängeln sie sich so S-förmig durchs Wasser. Also der ganze Körper, ich mache es gerade vor, das hat die Kamerafrau jetzt gesehen. Also Arme und Beine an den Körper und dann schlängeln sie sich so S-förmig und ziemlich schnell durchs Wasser. Und diese australischen Süßwasserkrokodile können bis über die Hälfte ihre Körperlänge aus dem Wasser herausschnellen und sogar Vögel erbeuten. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel Kraft die in ihrem Schwanz haben, dass die sich so weit aus dem Wasser rausbewegen können. An Land haben sie drei Gangarten, ganz nach Reptilien-Style. Liegen sie am Boden, das ist der Bauchgang. Der Bauch liegt also im Matsch am Boden und sie schieben einfach so mit ihren Beinen an. Bei Reptilien sind ja die Beine so seitlich, nicht wie bei Säugetieren direkt unter dem Körper, sondern so seitlich abgewinkelt. Und damit kriechen sie dann oder rutschen sie mit ihrem Bauch über den matschigen Untergrund. Das geht auch mal schneller, wenn sie nämlich mit ihren Beinen dann etwas schneller anschieben. Und oft geht es dann auch in so Schlängelbewegungen und direkt ins Schwimmen über, wenn sie schnell ins Wasser reinrennen in diesen Bauchgang. Die zweite Gangart ist schon etwas anstrengender. Da stemmen sie sich also den Körper vom Boden ab. Das ist meistens relativ langsam und über kurze Distanz, das ist anstrengend, aber das machen sie, wenn der Untergrund sehr rau ist, wenn er steinig ist, wenn sie mal ein Hindernis überwinden müssen.
können damit aber auch ein bisschen länger unterwegs sein und es geht vielleicht auch mal ein bisschen flotter. Aber unsere australischen Süßwasserkrokodile haben noch einen Trick drauf, den kein anderes Krokodil kann. Sie können auch galoppieren. Und zwar also richtig, wie man sich Galopp vorstellt. Die machen einen großen Satz nach vorn und sind so schnell, dass die Hinterbeine vor den Vorderbeinen aufsetzen und dann springen sie wieder weiter. Also in so großen Sätzen wie ein hoppelnder Hase können die sich auch fortbewegen, werden dabei richtig schnell, 17 Stundenkilometer schnell, können das 20, 30 Meter, über eine Distanz von 20, 30 Metern halten, diese Geschwindigkeit im Galopp. Jetzt werdet ihr sagen, ich bin jetzt aber besonders fit und 17 Stundenkilometer schaffe ich locker, also könnte ich diesem Krokodil weglaufen. Da habt ihr nur bedingt recht, denn Krokodile sind Meister der Beschleunigung. Und bis ihr euch überhaupt überlegt, ah, Krokodil kommt, ich muss wegrennen, hat dieses Krokodil schon enorm beschleunigt und euch schon lang geschnappt. Also aufpassen. Man glaubt es kaum, aber Krokodile sind auch wahre Sensibelchen. Und man hat eigentlich erst vor ein paar Jahren bestimmte Sinnesorgane bei denen am Unterkiefer entdeckt. Es sind auch Drucksinnesorgane und das sind auch so kleine, ja, so kleine Punkte am Unterkiefer, sieht man, das haben auch alle Krokodile, mit denen sie auch kleinste Wasserbewegungen wahrnehmen können. Und wenn die nachts nicht sehen und im Wasser lauern und im Wasser liegen, und der Kopf so halb über Wasser, halb unter Wasser, dann ist der Unterkiefer so an der Wasserlinie, an der Wasseroberfläche. Und mit diesen Sinnesorganen im Unterkiefer können Sie dann feinste Wasserbewegungen wahrnehmen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Tier zur Wasserstelle kommt zum Trinken, dann macht es kleine Wellen und die können Sie feststellen und dann sofort zack sich in die Richtung bewegen und zuschnappen. Also aufgepasst, wer in Australien im Urlaub ist, diese Krokodile erwischen euch, die können ziemlich schnell rennen und ihr solltet vielleicht auch nicht baden gehen in Gewässer, wo eventuell Krokodile sind, die schnappen euch. Auch nachts mit diesen besonderen Sinnesorganen. Gut, das war eigentlich alles, was ich euch heute zu Sinnesrausch und Fortbewegung erzählen wollte. Die nächste Live-Führung findet am 15. Oktober statt zum Thema Minerale. Das macht mein Kollege Eduard Harms. Und falls ihr Fragen habt, ihr könnt sie uns stellen, und zwar unter der E-Mail-Adresse nachgefragt@smnk.de. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr uns mal wieder in echt besucht. Denkt dran, Mundschutz tragen, Abstand halten und Hygieneregeln einhalten. Hatschi. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss.